Warum ist eine Brücke zwischen Neurologie und Theologie notwendig? Momentan sitzen Theologie und Neurologie beide in ihrem Elfenbeinturm und sie wollen eigentlich nicht viel voneinander wissen. Ja, es gibt sogar die Tendenz, dass beide Wissenschaften sich gegenseitig tabuisieren. Zusammen mit anderen Geisteswissenschaften wird die Theologie verdächtig, nicht empirisch und deshalb gar nicht wissenschaftlich zu sein. Umgekehrt werfen Geisteswissenschaftler den Neurologen vor, dass sie unzulässige Rückschlüsse von der Neurologie auf den menschlichen Geist ziehen. Doch beide Wissenschaften beschäftigen sich mit demselben Gegenstand, dem Menschen und seinem Denken. Deshalb überkreuzen sich die Spuren beider Wissenschaften bei der alltäglichen Arbeit ständig. Neurologen stoßen auf Phänomene, zu denen sich die Geisteswissenschaften und die Theologie schon seit Jahrhunderten Gedanken machen, wie etwa Kommunikation, Sinn, Beziehung, innere Bilder, Glaube. Und Theologie und Geisteswissenschaftler arbeiten in Bereichen, wo es mehr und mehr neurowissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Warum also nicht zwei Wissenschaften zusammenbringen, die doch zusammengehören? Wo zwei Perspektiven zusammenkommen, da gibt es neue Ideen, neue Lösungsansätze, auch in der praktischen Anwendung. Pfarrer und andere sozialen Berufen können mit neurologischen Erkenntnissen ihre Aufgaben in Kirche und Gesellschaft präziser und effizienter durchführen. Coaches und Trainer, die bereits über neurologisches Know-how verfügen, können ihre Expertise durch den reichhaltigen Erfahrungs- und Bilderschatz der christlichen Tradition erweitern. Es geht dabei immer um die Sinnfrage, die im Hintergrund vieler Coachings steht. Hier gilt es, sprachfähig zu werden. Und immer ist die Sinnfrage auch natürlich mit der Frage nach Gott verbunden.